aus dem Befragungsprotokoll einer Heilerin aus Kador. Meine sehr geehrten Anwesenden, als vor einigen Jahren die ersten Fälle von plötzlichem Wahnsinn unter den Bürgern beobachtet wurden, entstanden schnell hanebüchenden Theorien zur Ursache. Erst durch die systematische Versuchsstudien des Heilersyndikats zu Tolgund und meiner Leitung gelang der Durchbruch. Wir konnten nicht nur identifizieren, dass bevorzugt das größte Subjekt einer Probandengruppe befallen wird, sondern auch die kritische Menge an Subjekten nicht 3 überschreiten darf. Anders als meine Kollegen betone ich an dieser Stelle nochmals, dass die Anzahl 3 nicht mit der auftretenden Lautstärke oder der Gesamtmasse zusammenhängt. Die wirkliche Ursache konnte erst durch die heute hier in Frage gestellten Untersuchungen ausfindig gemacht werden. Der Chronesid. Natürlich waren alle drastischen Maßnahmen gerechtfertigt, um diesen metaphysischen Parasiten auf die Schliche zu kommen. Dank meines Durchhaltevermögens gehört es heute zum Allgemeinwissen jedes Bürgers Tolguns, dass dieses zeckenartige Geisterwesen durch mehr als 3 Personen angelockt wird, sich aus den Baumkronen des Waldes abseilt und meist auf dem Haupt des größten, massigsten oder der lautesten Person niedersitzt. Nach einer unterschiedlichen langen Phase des Einnistens, die oft zur Irritation des Wirtes führt, beginnt der doch sehr unterschiedliche Wahnsinn. Ob nun Stimmen im Kopf oder plötzliche Gefühlsausbrüche scheinen von noch nicht ausreichend erforschten Probanden abhängigen Faktoren zu werden. Das Endergebnis, der Blutrausch, könnte weitaus allgemeiner festgestellt werden. Einzige bekannte Sofortmaßnahme ist die Verringerung der Gruppengröße durch Flucht oder etwaige Verluste. Dies führt zu einem zeitnahen Abklingen der Wut der befallenen Probanden. Aber gut, genug von meinen Durchbrüchen. Sie suchen also eine Schuldige.